Halloween-Freunde, hallo und willkommen zurück hier in der gruseligen Lobby. Bei mir sind die drei Verrückten mal wieder. Hallo Max. Hallöchen. Fass mich nicht schon wieder so unsinnig an. Ich will die anderen noch vorstellen. Hallo Erik. Hallo. Ja, und hier drüben ist der, warte, der Mann in der weißen Bluse, der mit den langen Haaren, ach, der Marvin. Hallo. Hallo. Leute, was haben wir denn heute vor? Wo geht's denn heute hin? Ich hab noch gar nicht geluschert. Heute geht's schön in das Bliste Farmhaus. Das ist das dreistöckige, also das größere von den beiden, natürlich. Und da wollen wir jetzt mal reinstarten, oder? Oh, da luschern wir mal rein, dann gehen wir los hier. Papo. Drei Stöcke. Ich glaube, so viele kann ich mir gar nicht leisten. Kannst du nicht so weit zählen. Ja, wirklich. Ist aber auch jetzt mal los hier. Ist aber auch verdammt schwierig. Der Erik ist noch nicht bereit. Hä? Das sind alle bereit. Doch, doch, bei mir doch. Was sind Leute? Da geht jetzt los hier. Oh, ich sitz auf drei Dessel. Alter. Womit hab ich das nur verdient? Leute, wie geht's euch so? Ja, are you ready? Seid ihr bereit? Immer bereit. Are you ready? Are you satisfied? Ich hab ein Buch, ich nehme mal ein EMF wieder mit. Ja, aber nicht wieder in irgendeine Truhe werfen, wo wir es nicht wieder rauskriegen. No, wenn du mich dazu anstellst. Oh, es schneit ein bisschen. Oh, wie magisch. Ich komm mal mit, ich zeig den Geheimgang. Ich gehe hinten. Oh, nee, die nehmen meinen Geheimgang. Das ist blöd. Da müssen wir vorne rein. Okay. Aber nur echte Pros gehen durch den Vordereingang. Echt so. Der Rest ist einfach schwach. Harry, komm mal mit, ich zeig den Geheimgang. Oh nee, die nehmen meinen Geheimgang. Ja, hier hinten ist auch der Sicherungskasten. Also wir gehen den richtigen Weg. So, schalten Sie ihn ein. Ich schalte ihn ein. Ah, geil. Ja, wir checken oben ab. Ich hab hier gerade schon eine 3 gehabt. Wir haben Sicherungskasten angemacht, Ogre. Ogre? Leute, wir werden hier angerufen. Hier ist die Küche offen. Teflon. Okay, hier wurde angerufen. Hallo? Oh, Dreier. Dreier EMF. Komm mal, Chef. Ich bin oben, weil die angerufen wurden, nicht? Nein. Wurden oben gerade angerufen, Leute. Aber es war niemand in der Leitung, es war richtig. Es war niemand in der Leitung? Absolut gar keiner, wirklich. Warum hörst du schon EMF? Wer hat hier noch EMF mitgenommen? Das war ich. Ich hab mal angerufen. Ich geh mal irgendwie anderes Spielzeug holen. Hier drin ist 1,2. Der hat nur ein Buch mitgenommen, der macht mich fertig. Ja, ich hol dir viel Sonderkoffer hier, weißt du? Na, Ding. Ich sehe einen Geisterorb. Ja, ich hab ihn auch gerade gesehen, Mann. Ach so, Max nimmt auch dieselben Sachen wie ich mit. So ein Ding ist das hier. Nee, du hast dieselben wie ich mitgenommen. Wenn hast du dieselben Sachen wie ich mitgenommen? Nein, ich hatte dich zuerst. Immer einmal eher als du. So. Draußen sind 6 Grad und das schneit, Alter. Das ist sauber. So funktioniert das. Ja, wir haben hier drin 2 Grad. Bist du hier? Warte, ich geh mal raus. Bist du hier? Wo bist du? Der ist kalt. Schneid um. Du bist alt. Okay. Warum das? Hast du schon mal ein Energiegetränk und Müllermilch getrunken? So gleich? Nein. Das macht Boom in deiner Hose, wirklich. What the fuck, Alter? Was? Das macht ja deinen Magentrakt.
das pfeift durch. Das. Du. Da wirst du zum Cowboy, dass er treiben kannst du nicht. So, wir haben jetzt auf jeden Fall schon mal Geisterohr. Wir haben. Und Box. Ja. Und Geister Box, da habe ich geantwortet. Was hat er euch gesagt? Ja. Ihm ist kalt. Dass er kalt ist und dass er alt ist. Okay. Oh, EMF. Ist nur 3. Achso, ja. Haben wir schon dort hier oben? Ja. Ja, klar. Hast du das schon mitgebracht, wirklich? Was? Aber ich dachte, hey, ich kann eben. Was? Da zeigten schon 2 Kameras was? Drauf. Ach so, okay. Hey. Da, wo ist jetzt der was? Stiefel her? Von wo hat was? Er den Stiefel geworfen? Ist der vielleicht schon tot und wirft Stiefel? Oh, das ist ein schöner Spiegel. Wo steht denn. Von hier. Oh. Wow. Was ist denn jetzt passiert? Das war richtig strong, Max. Macher. Wollen wir vielleicht mal ausgehen? Max ist gestorben. Vielleicht ist das ein bisschen heikel jetzt hier gerade. Hey. Komm, Dave, komm. Bei Fuß, Dave. Get wrecked, du Noob. Das finde ich nie in Ordnung. Wenn der Leute baut, was der Feind, ja. Get your laundry clean. Ja, geil, Alter. Hey, wirf mein Bier nie weg. Max hatte richtig Bock, muss ich sagen. Da haben wir überhaupt schon irgendeinen Beweis? Du bist Dave, wirklich, du bist so ein Keck. Wieso denn? Wir haben Geisterurlaub und Geisterbox. Haben wir schon irgendeinen Beweis? Seid ihr immer so ein Papa drei Stocken? Was ist hier schon wieder? Nein, komm, ich nehme mal eine Pille. Ein Tic Tacs. Ich sehe gerade nichts. Das hätte die Wert von unter 25 erreichen. Das machen wir im Nachhinein. Wir müssen erstmal rausfinden, wer es ist. Und ob, ich glaube, da. Dort ist er gerade durch. Der ist gerade dort durch. Ich glaube dir das irgendwie gesehen, nicht. Ich habe gesehen, der ist durch das Dotz. Er ist durch. Ich habe gesehen. Harry, ich hast du das auch gesehen? Ja. Das Alter, hätte ich nee. Alter, so schnell wie Alter, wirklich, wie der dann ich anfängt euch zu jagen. Ich hab den gesehen. Dave, du musst Dave, wir glauben dir, aber jetzt nimm deine Pillen gegen Demenz. Alles ist gut, alter Mann. Wir bleiben alle so lange hier stehen, bis das Vieh nochmal kommt. Oh, da war er! Da! Wieder. Da! Okay, Dotz, gut gemacht, Erik. Ja, ich kann's leider nicht sehen durch die Kamera, weil es viel zu viel ist. Das reicht, ich hab wirklich mit blöden Händen. So, Yokai. Ja, Yokai, der reagiert, wenn wir den dumm anlabern. Moment, kurze Frage nochmal. Wo hab ich die hingestellt? Okay, ich wollte nämlich gerade gucken, erst ist wieder hier irgendwie mega, ob das so Scheißdreck sein kann. Aber nee. Ja, wir haben alles, hä? Und dann müssen wir nochmal mit dem Geist. Na, dann machen wir noch die Secondary Mission hier. Oh, was ist denn hier gerade? Und den Max, den alten Noob, wird das so ein bisschen einfacher. Ich glaube auch. Kann jemand von euch eine Kruzifix für die Secondary Mission mitnehmen? Ich habe beide Kruzifixe. Ich stehe in den Raum dort, also in den Flur ballern und dann wird einer knallern. Kruzifixe? Ich bin bodenlos. Na, schön. Das war verschlossen, Dave. Ich hab magische Hände. So. Bleib doch nicht hier. Ja, doch im Flur hier drin. Kann doch nur im Raum spawnen. Na ja, aber der rennt uns. Wir rennen doch hier raus und ja, dann. Ne, aber das funktioniert doch nicht. Das funktioniert nur beim Spawn. Ich finde das nicht richtig. Das lass meinen Kruzifix so. Hast du einen hier so und einen? Genau dort. Oh, der ist schon wieder durch. Oh. Right. I'm not the friend of a ghost. Verstecken wir uns, Dave, wir gehen nach runter. Oh, Max. Wir haben uns hier wir möchten uns was zeigen. Ein B. B, Max, was willst du uns zeigen? Max, was willst du uns sagen? B, was? Schon wieder durch dir. Dave, wo bist du? Komm mit hier rüber, sonst. Nee, ich lass dich allein. Ich lock ihn auf dich zu. Du kannst mich. Ich stirb's eh schnell.
Alter, du bist dunkelhäutig. Ich glaube, da hat mehr Bock auf dich. Meinst du? Wenn er jagt, jagt er drin, also da wird's gefährlich. Naja, aber guck mal, ich muss mal ein bisschen tauchen. Ah! Ah! Da hab ich mich kurz erschrocken. Hast du eine Kamera mit Erik? Nee. Oh. Ich dachte, du machst ein Bild von mir. Dave, komm mit hierher zu mir. Mitgehangen, mitgefangen. Wie heißt der Geist? Ich weiß nicht. Carol White. Carol White. Carol White. Oh Gott, die heißt Carol White, Dave. Komm lieber zu mir, komm lieber zu mir. Wirklich, ich beschütze dich vor dem bösen Weißen. Ich glaub, ich bin, die hat einen Hass auf dich, die heißt Carol White. Achso. Die sollte mal ein bisschen jetzt sich mal ihre hässliche Dämonenfratze zeigen, damit wir sie auslachen können. Sie im Kruzifix okay, haben. Kruzifix hat schon funktioniert. Ja? Ja. Und ansonsten, dann habe ich jetzt hier einen Erik, der mit mir hier cool protected. Das eine Kruzifix ist schon komplett weg, oder was? Erik, lauf lieber weg, da hinten spawnt gleich ein Geist. Da bin ich jetzt mal gespannt. Okay, wir haben auch den Durchschnitt erreicht mit Sanity. Jetzt müssen wir nur noch entkommen. Ja. Stell dich lieber hinter mich hin, damit dass ich den dann weg. Den verscheuche mit meinem Räucherstäbchen. So ein bisschen. Hab nämlich trainiert. Ich werfe dann die Räucherstäbchen hier hin, dass er nicht durch den Gang kommt, dann ist er gezwungen zu Dave zu laufen. Wo ist denn der Ball hingerollt? Haben wir denn irgendwo einen Ort, wo wir uns verstecken können? Komm, lass erstmal runtergehen und wenn der jagt, hat er Dave. Ich suche mal einen Ort, Erik. Ich verstecke mich dann am Tresen in der Küche, hast du gehört? Jetzt wird's spannend. Jagd? Pass auf, an der Jagd. Alter, was sind das für ein... Alter, das Model kenne ich ja noch gar nicht. Kann ja gar nicht mal in die Schränke. Wir haben es tatsächlich geschafft. Die kleinen Pisser. Ich fasse es nicht. Lebt ihr noch? Ja, wir leben noch, Dave. Wir dürften einfach alles alle geschafft haben. Leben. Jawohl, wir haben alles geschafft. Erik, halten wir Dave die Tür zu? Nee. Ach doch. Aber nee. Das schaffst du, Flasche, nicht. Dave ist einfach oben geblieben. Die anderen sind runtergerannt. Glück gehabt. Headset. Einfach real Headset. Schwach. So, da haben wir alles so geschafft. Haben wir irgendwelche Verluste zu verbuchen? Wir können driven. Naja, außer der Max, der hier sitzt, aber wir haben ihn ja wenigstens rausgezogen. Wird darum fahren wir jetzt erstmal. Warte, bevor wir losfahren. Ja. Zünden wir zwei Knicklichter für Max an, weil er auch einfach ein Knicklicht ist. Okay, nee, so schlimm finde ich den Max nicht auch nicht. Nee. Das merke ich mir, das merke ich mir. Welcome back. There's some jobs ready for you. Ja, schade. Schade. Hast du uns nie gewünscht, ne? 120 Euro haben wir bekommen.
120 auf die Planke kralle, also ich nach dir einen Sack riskiere. Schade, schade. Da würde ich sagen, war das eine erfolgreiche Jagd in Phobia, leider mit Verlust. Lieber erheblichen Verlust. Erheblichen Verlust. Wir haben unserem All-Time-Star Max verloren, der aus irgendeinem Grund hier ist. Und wir spielen jetzt einfach nochmal kurz am Jenga-Turm, bis er umkippt. Ja, genau. Du sollst dir nie wieder am Jenga-Turm spielen. Wir spielen uns gegenseitig am Jenga-Turm. Ja, beginnt Max? Okay, Max beginnt. Bei mir ist das Ding schon im Sack. Ja, Marvin hat's kaputt gemacht. Ich hab's nicht kaputt gemacht. Natürlich! Wiedersehen. Nee. Sagen, ne? Also, liebe Freunde, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Vielleicht kommt ja noch mal so zwischendurch eine Folge Phasmophobia, mal schauen. Aber ansonsten, schaut gerne bei einem anderen Projekt rein. So. Ciao! Ciao! Tschüss!